Ja, komm, fahr den mal um hier. Bitte, 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 bitte. Oh, dann du, du, komm, du fährst ihn jetzt um. Och, Mann. Kann den mal irgendwie. Ich liebe dieses Spiel. Es ist unfassbar. Ich liebe es einfach nur. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge RSPD FR mit mir und euch und Bob. Hier hat irgendein Auto gerade seine Alarmanlage an, aber das interessiert uns jetzt einfach mal nicht. Ja, ich war in der gestrigen Folge, also erstmal zum als allererst, ich hoffe, euch hat das Stream gefallen. Ich weiß es noch nicht, weil bei mir ist er noch nicht. Alter, welches Auto hatten hier? Egal, wir steigen mal ein. Genau da steigst du ein. Noch ganz kurz, warum ich gestern so leise geredet habe. Das lag schlichtweg daran, dass ich halt, wie gesagt, ein bisschen krank war. Und wenn ich jetzt mir die Seele aus dem Hals geschrien hätte, dann wäre wahrscheinlich so 5 Minuten wäre es gut gegangen. Und dann hätte ich wahrscheinlich gar nichts mehr gesagt, weil ich dann komplett weg war mit der Stimme. Deswegen habe ich das ein bisschen, ne? Nur, dass ihr wisst, warum ich da so leise war. Aber ich denke sonst. Ach genau. Morgen geht's weiter mit was anderem als Los Angeles, weil ich werde heute jetzt im Anschluss hoch. Alter, das Auto hüpft hier. Ich werde heute im Anschluss ein weiteres Setting modden, weil dazu komme ich heute endlich mal und da wieder ein bisschen Zeit. Muss nicht mal anderen Scheiß machen, den eh keiner Magen machen möchte. Oh mein Gott, hey. Und ja, deswegen morgen geht's dann entweder mit AST oder mit deutsches Setting. Das muss ich noch gucken, was ich jetzt von den beiden Sachen modde. Vielleicht schaffe ich auch heute noch beide. Weiß ich nicht. Ich möchte es halt gut machen, ja. Deswegen lasse ich mir da immer schön viel Zeit. So wie jetzt beim US-Setting. Und das US-Setting ist meiner Meinung nach wundervoll geworden. Übrigens, ich habe gerade mal Regen und Gewitter aktiviert, weil das sieht nämlich unfassbar genial aus. Ohne Schnee sogar noch geiler. Und noch was, ich habe jetzt endlich mal, wenn man jetzt guckt, wenn ich F9 drücke, öffnet sich kein Court-Menü mehr, sondern das normale Code-Free-Callouts, denn ich habe mir jetzt ein Word-Dokument erstellt, wo ich alle Tasten-Keys, also ich bin jetzt mal jede Mod durchgegangen, die ich installiert habe, habe geguckt, so, welche Tasten-Keys könnten interessant sein. Ich habe natürlich jetzt nicht alle aufgeschrieben, weil das wäre sonst viel zu lang, aber so die wichtigsten, ja. Gerade von Code-Free-Callouts und Wilderness-Callouts, wo mal auch immer, wo sie sagen, öffne das Interaction-Menü. Das können wir jetzt auch endlich mal öffnen, ohne dass ich da irgendwie auf der Tastatur rumkloppen muss. Jetzt weiß ich nämlich immer, welche Taste das ist. Und ich glaube, das ist auch einfach besser so. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal an. Wir haben Storm Police Vehicle. Das, ist denn der? Da unten? Haben wir Code 3? Wenn Code 3 wäre ich dankbar. Ah, wir fahren aber mal in Code 3. Damit wir hier irgendwie auch durchkommen. Weil das ist ja irgendwo da hinten. Jetzt müssen wir erstmal. Oh Gott, jetzt müssen wir erstmal irgendwie drehen. Lass mich mal drehen hier. Guck mal. Ah, zack, zack, zack. Oh Gott. Ja, es ist ziemliches Pisswetter. Wir haben auch recht spät. Wir haben jetzt ja 9:30. Gut, ne? Machst du nix. Wenn man uns halt so einteilt, dann müssen wir eben auch so fahren. Kann man nichts machen. Ach schön. Übrigens, ne, gestern Stream. Ich hoffe, ich kann jetzt auch echt öfter streamen, weil eigentlich macht es mir mega Bock. Nur da ist halt auch wieder die Zeit das Problem und bla bla bla. Ne, ihr wisst das ja alles. Ich möchte auch eigentlich öfter Videos machen. Ich würde eigentlich viel mehr Wert auf YouTube legen, wenn ich es könnte. Aber da gibt es nun mal so ein, zwei Dinge im Leben, die sind ein wenig wichtiger als YouTube. Zum Beispiel Schule. Oder Privatleben ist mir auch nicht allzu unwichtig. Ne, gerade Schule sollte man nichts vernachlässigen. Aber ich denke, das passt schon. Aber insgeheim möchte ich eigentlich viel mehr in Richtung YouTube gehen. Und da mal mehr Zeit investieren. Aber da vorne. Aber das ist halt echt schwierig, weil so ein Tag hat halt leider nur 24 Stunden. Das ist ein bisschen suboptimal gelaufen. Dass der Tag nur so wenig Stunden hat. Hätte gern, dass der so 36 oder so hätte, weil dann hätte man nämlich eine Menge mehr Zeit, bis sich alles wieder wiederholt. Ist das ein Polizeiauto? Ja, guck mal. Ach, das ist, oh, das ist ein Suspect. Klar, das ist ein Stone Police Vehicle.
Dann. Okay, alles klar. Dann probieren wir mal zu drehen. Aber kommt es mir nur so vor, ist das Spiel viel zu laut? Nee, ich hab's auf 20, so wie immer. Hm, okay, egal. Mir kommt das Spiel voll laut vor. Naja. So. Problem ist, wir können jetzt schlecht. Achso, weißt du, warum es ein bisschen laut vorkommt? Weil das Gewitter hier da ist. Macht natürlich absolut Sinn, ne? Sollte man vielleicht mal bedenken. So eventuell. Oh, Kollege. Wollen Sie stehen bleiben oder denken Sie sich so, ne? Hab keinen Bock. Ich glaube, Sie denken sich, Sie haben keinen Bock, oder? Oh, 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 adapadapa. Glatteis. Oh, okay. Oh, schön leise. Oh, da ist sogar ein Helikopter irgendwo. Ich habe übrigens manchmal ein Spiel Speicherfehler, aber nur in einer bestimmten Location. Wenn ich die überfahre, quasi, dann habe ich ein Spiel Speicherfehler. Ne, da müssen wir ein bisschen gucken, dass wir da nicht drüber fahren, weil sonst ist das Spiel ganz schnell weg. So, Kollege, wollen Sie jetzt mal stehen bleiben oder denken Sie sich so? Warte mal, pass auf. Ich nehme mal die Stun-Gun, ne? Jetzt machen wir mal hier. Ne, wir sind nämlich schon im Umland, da möchte ich eigentlich gar nicht hin. So, ja. Oh, 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 oh. Stun-Gun Pit successful. Bleiben Sie stehen. Sie kommen hier nicht durch. Ah, fuck it. Dann kommen sie halt durch, Mensch. Haben sie gewonnen. Nein, haben sie nicht. Sie werden jetzt aufs Übelste massakriert. Hoffentlich. So, nein. Moment. Gleich werden sie aufs Übelste massakriert. Geben sie mir noch einen Moment. Moment, ich muss nur ihren Reifen treffen. Dann werden sie aufs Übelste massakriert. So, jetzt. So. Ja, manchmal geht es halt mit mir durch, ne? Kann man nichts machen. So, wollen sie stehen bleiben, oder? Ich meine, sie haben nur noch zwei Reifen, die gescheit funktionieren. Ich meine, so langsam wäre es mal Zeit, zu Michelin-Mann zu gehen oder stehen zu bleiben. Machen wir mal hier so. Nee, Moment. Warten Sie doch einen Moment. So, jetzt. Guck mal, jetzt sind sie sogar ins Gemüse. Ims Gemüse. Oh, der hüpft aber auch schön. Hüpfburg. So, Kollege. Ja, schieben Sie mich mal rum. Das macht mir gar nichts. Ich back nämlich von alleine zurück. Okay, der rennt. Wir verfolgen mal. Kollege. Wo ist denn der? Ah, zum Glück habe ich eine Map. Komm, jetzt geh mal ein bisschen schneller durchs Gestrüpp hier, boah. Wo ist denn der? Ich sehe hier nichts. Mensch. Oh, Blitz, hilf mir mal ein bisschen. Da hinten ist der irgendwo. Wäre voll geil, wenn die Kollegen mir einigermaßen helfen würden. Weil, da links ist er zwar, aber das Problem ist jetzt. Kollege, ich bräuchte mal dringend irgendwie sowas, was man Unterstützung nennen könnte. Ist der aufs Maul geflogen? Ja, ist er. Perfekt. So. Ja, sie sind festgenommen. Weil sie behindert hinfallen. Und weil sie krüppelig sind. So, komm. Machen Sie daraus kein Drama. Wir nehmen sie jetzt einmal mit. Danke, dass ich in den Busch laufen. Jetzt gehen Sie auf den Boden. Gehen Sie doch mal auf den Boden. Oh. Ja, komm. Fahr den mal um hier. Bitte, 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 bitte. Oh. Dann du. Komm, du fährst ihn jetzt um. Och, Mann. Kann der mal irgendwie... Ich liebe dieses Spiel. Es ist unfassbar. Ich liebe es einfach nur. Es ist einfach... Ach ja, diese Ironie von dem Game ist einfach... Es ist einfach... Ne? Police Roleplay. Guten Tag. Ja, ne? Kann man nichts machen. Da stirbt man halt nun mal. Drauf, weil ich habe eigentlich Los Angeles gemacht. Kann man eh nicht lesen, ne? Also von dem her. Ich glaube, da steht Los Santos drauf, aber das ist so verpixelt. Da kannst du dir einen Namen ausdenken, der da drauf steht. Gut, ich glaube, sie wurden leicht angefahren. Da holen wir mal ein Corona für sie. Ach, schön. Ich mag das Spiel. Das ist lustig. So, jetzt wäre ich sogar fast auch noch über den Haufen gefahren worden, aber das wäre sogar meine Schuld gewesen. Rasiert ihr den einfach weg? Unfassbar. Weißt du, das ist auch so... Ja, scheiß auf den Typen. Ich mag das Spiel. Das Spiel ist lustig. So. Wir laufen mal zurück zum Auto. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin nur ein Polizist, der hier ein bisschen rumwandert. Aus Los Angeles. Ja, wir sind schon ein bisschen weiter draußen. Security Guard requesting assistance. Ja, Problem ist, wir müssen erstmal zurück nach Los Angeles, ja? Das ist aber Punkt Nummer 1 und ich überlege gerade, ob wir uns dahin teleportieren sollen.
Weil eigentlich passt es eben, wenn wir so zurückfahren. Weil ganz ehrlich, so weit ist es auch gar nicht. Ich glaube, wir haben unser, ja, wir haben unseren Auto haben wir ein bisschen kaputt gefahren. Was ist das denn? Nee, nicht Vehicle Components. Oh, hab ich. Oh, ich habe den God Mode noch angehabt. Das tut mir fast ein bisschen leid. Aber zum Glück ist alles gut gegangen. Wir hatten keinen Schusswechsel. Mann, ich habe mein God Mode, ey. Das ist, in der Clanstreife, übelst bewerben in der Beschreibung, ne? In der Clanstreife, ist mir das auch schon mal passiert. Jetzt in der letzten Folge, glaube ich sogar. Dass ich einfach mal God Mode angelassen habe. Und die, anderen fanden das natürlich super. Aber ich habe mich dann natürlich auch direkt erschießen lassen, als ich es gemerkt habe. Weil wir wollen ja das auch nicht unfair spielen, ne? Das war ja jetzt, das war nicht Sinn der Sache, dass ich mich hier irgendwie als coolster Überlebens-Survival-Spezialist in Polizeischusswechseln ausgeben wollte. Das war schlichtweg die Inkompetenz von mir. Das war leicht peinlich, möchte ich mal sagen. Ganz leicht peinlich. Naja. Ich fahre auch viel zu schnell, ey. Ich muss mal ein bisschen mit der Geschwindigkeit aufpassen. Fahr mal ein bisschen First Person. Ich mag das Licht, wenn es so dunkel ist und du siehst nur die Armaturen. Das ist voll geil, finde ich irgendwie. Ich mag das, dieser Kontrast irgendwie. Finde ich irgendwie cool. So, wir müssen gleich gucken. Mal hier, wenn ich in Los Angeles jetzt reinfahre, auf irgendeinem Highway. Ich glaube, es war auf dem Highway. Und der Seite gibt es dann diesen Spielspeicherfehler. Das heißt, ich fahre jetzt mal raus. Damit wir hier ja nicht irgendwie einen Speicherfehler kriegen. Das muss jetzt auch nicht sein. Oh, ich möchte nachnehmen. Moment. Das ging ein bisschen zu schnell. Fahren wir nochmal kurz zurück. Oh, oh. Der Vater, das Eis macht mich echt weg. Übrigens, natürlich, wenn der Schnee raus ist, wird natürlich auch AST dann demzufolge nicht mehr da sein. Das heißt, ich werde gucken, dass wir bis dahin noch ein bisschen Alaska State Troopers machen. Aber das war das halt dann halt für, würde ich für besondere Anlässe quasi aufheben, dieses Setting. Und nicht einfach so immer behalten. Hier fahren wir raus, würde ich sagen, oder? Das war jetzt nicht richtig. Nee, das war nicht richtig. Oh, jetzt habe ich auf das Navi geachtet. Und doch, es war richtig. Ich repariere mal kurz, weil der Regen ist echt laut. Außerdem, mein Auto ist ja noch gerade ausgefahren, das ist nicht mehr förderlich. Textile City Bingo Clothing. Da fahren wir mal hin. Wo ist hier die Linie? Da, glaube ich, irgendwo. Ich sehe die Linie auf der Straße überhaupt nicht mehr, durch den Schnee. Und durch den Regen schon dreimal nicht mehr. Das ist super. Und dann gucken wir mal, dass wir da einigermaßen rüberkommen. Übrigens, ich bin auf der Suche nach einem neuen Intro. Das heißt, falls da einer der Meinung ist, yo, ich kann voll geil Intros machen, Alter, der könnte sich mal in den Kommentaren melden. Wäre natürlich schön, wenn du schon ein paar Beispiele auf deinem Kanal hättest von anderen Leuten. Weil ich kann nicht jeden anschreiben und fragen, dafür habe ich die Zeit leider nicht. Aber falls da jemand Interesse hat, der kann sich ja mal melden. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, ich werde schon jemanden finden. So, wir haben jetzt hier Shoplifting. Hey Officer, the scumbag is in the bag. Okay, dann gehen wir mal in the bag. Hier. Security. What's wrong today? Public servant. There's just been... Aber ich geh mal hier rein, dass wir hier... There's just been an attempted shoplifting incident. Luckily, the suspect got caught while escaping. Stuff like this happens too often nowadays. He tried to steal items worth $285. What complete rubbish. Okay, jetzt müssen wir mit dem Suspect. Achso, what complete rubbish. Is a suspect? Yes, suspect, yes, what complete rubbish. I was just going about my business, genu, looking for stuff. Suddenly, when I'm about to leave with nothing, this prick just grabs me. I wanted to put the stuff back, but he dragged me here. I've basically been assaulted, officer. I want to make a complaint. Ja, gut. Was ich ein bisschen schade finde bei den Callouts, du hast keine Beweise irgendwie. Ich meine, du kannst entscheiden, wem gibst du jetzt das Recht, oder wem gibst du Recht.
und wem nicht. Ja, aber mehr nicht. Du kannst jetzt nicht sagen so, aha, ich frag mal die hier und die gibt jetzt Auflösung oder ich gucke die Überwachungsbilder an. Oder vielleicht, falls weiß ich, vielleicht liegt hier auch Stuff auf dem Boden rum, das sie da fallen gelassen hat. Oder irgendwie, oder durchsuchen oder so ein Zeug. Das geht leider nicht. Aber ich meine, im Echt würde ich, glaube ich, wenn ich Polizist wäre, würde ich der Security mehr glauben als dem Suspect. Deswegen würde ich sie bitten, wenn sie einmal mal die Hände hochnehmen. Ja, gehen Sie mal aus dem Weg, Security, ja? Das ist hier alles ein bisschen eng. So, Sie sind festgenommen. Huch. Mit T kann ich jetzt scheinbar grabben, aber das geht irgendwie nicht. Also, es funktioniert auch super mit den Keys. Naja, ne, das ist okay. Guten Tag. So, für den haben wir einen Transporter. Übrigens, die Plugins klappen jetzt wieder, ne? Alles ist installiert und einsatzbereit. So, arschkaltes Wetter. Ich fände es auch cool, wenn es hier ein Thermometer oder sowas gäbe, weil ich glaube, jetzt wäre es ziemlich kalt. Ja, könnte ich mir sehr kalt vorstellen hier. Vor allem sehr laut. Es ist, vielleicht nicht gerade sinnvoll, aber verdammt laut. So, ich würde sagen, ich muss noch ein paar Sachen testen, ja. Und dafür machen wir mal einen Traffic Stop. Und zwar, jetzt lassen wir den fahren und fahren den dann mal hinterher. So. Wieso fährt denn jetzt hier lang? Einer, der geradeaus fährt. Ah, guck mal, dich nehmen wir. So, einmal rechts ranfahren, Kollege, ja. Hoffentlich bleibt das auch stehen, weil es gibt nämlich auch eine Art Mimic-Me. Oder Mimic. Mit Q. Ja. Ich weiß aber jetzt nicht genau, was das ist. Warte mal, vielleicht muss ich dazu einsteigen? Nö, das funktioniert irgendwie super. Naja. Achso, Moment, warte mal, das ist ja gerade in die Beifahrerseite rein. Nee, das Mimic-Ding funktioniert auch nicht. Also das ist alles von derselben Mod. Ich glaube, die Mod ist broken. Ohne Fehlermeldung. Okay, er flüchtet. Okay, scheiße, wir müssen verfolgen. Okay. Jetzt steigt er nochmal ein, Bob. Komm. Wir haben ein Suspect, das flüchtet. Mein Gott, geiles Deutsch. Respucci Boulevard. Bisschen langsamer fahren, weil hier ist echt eng. Oh Gott, was machen die denn da? Wollen sie weiterfahren oder geben sie auf? Weil sie können natürlich auch gerne aufgeben. Das fände ich sehr, wäre damit sehr verbunden, wenn sie aussteigen würden. Ey. Ah, au, au. Scheiße. Jetzt steigen sie doch mal aus. Fuck, ich krieg den nicht. Nein, wieso fällt denn immer aufs Maul, ey? Wir wissen, Officer, kein Mongo. Oh, oh. Nein, au, au, au. Ich steig nicht immer auf die andere Seite. Steigen sie doch mal aus. So. Dann halt auf die Art. Nehmen sie mal die Hände nach oben. Sie sind leicht verhaftet. Oh, vielleicht nicht gerade ins Crossfeuer gehen. Crossfeuer. Ja, vielleicht auch nicht gerade ins Cross-Language gehen. Guck ins Cross-Feuer. Ja, ohne ich sagen, ey. Gott, so, für den holen wir mal einen Transporter. Und für dein Auto holen wir einen Tow-Truck. Oh, es ist angenehm, wieder gescheit reden zu können. Ohne irgendwie Hals im Schmerz, quasi. Jetzt müssen wir natürlich wieder ein bisschen nach hinten laufen. Lalalala. Und fahren dann mal weiter. Ja. Genau, da musst du einsteigen. Oh, schön leise. Guten Tag, Herr Towtruck. Wollen Sie vielleicht. Ich warte mal kurz, bis er den. Oh, das wird gleich. Oh Gott, ich warte mal lieber. Na, ach so, der hat ihn schon abgeschleppt. Ich dachte schon, oh, dass sich das Auto, das da drauf portet. Dass es vielleicht ein bisschen buggy aussieht. Jetzt. Wieso haben Sie es Code Free? Ach, Sie wollen hier. Ah, okay, verstehe. Ich möchte Sie nicht weiter stören. Ich dachte, das hat was mit unserem Einsatz. Oh Gott. Ich dachte, das hat was mit unserem Einsatz zu tun. Aber scheinbar nicht. So, Dispatch. Marietta Heights Supermarket Robbery. Da mach. Gehen wir mal hin. Ich repariere heute mal ausnahmsweise, weil der Regen ist echt laut. Also, das ist schon krass. Dann fahren wir mal jetzt mal hin mit Code 2 High. Ich überlege auch die ganze Zeit, ob ich mir so Rig-Ragging Headlights quasi installieren soll. Das sind quasi das hier vorne, die zwei Lichter.
Also die unten, die normalen Abblendlichter. Normalen Abblendlichter. Das ist da, wo eins erfolgreich kaputt gegangen ist. Dass die sich so halt abwechselnd an- und ausgehen quasi, wie es halt wirklich manchmal ist. Nur ich überlege halt so, das ist, glaube ich, mega nervig mit der Zeit. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das machen soll oder nicht. Bin ich so ein bisschen zielgespalten. So. Okay. Da, das ist der, okay. Verstehe, welcher das ist. Oh, Alter, dieser Schnee und, also Schnee und Regen, das ist tödlicher als alles andere. Tödlicher als die Polizei selbst ist das. So. Aha. Aha. Shots fired. Wir brauchen Local Patrol und Air Support. Und Cold Freeway auch mal ganz schön. Oh, vorsichtig. Okay, müssen wir ein bisschen aufpassen, ein bisschen Abstand halten, dass wir hier nicht, ich mache jetzt mal safe. Nicht. Oh, nein, geh aus dem Weg. Ich muss hier weg. Oh. Scheiße, Alter. Wie machen wir das jetzt, ey? Wir ficken uns noch weg, wenn wir hier noch weiter einmal dahinterher fahren. Okay, es geht. Wir müssen quasi. Es ist zu viel Verkehr da. Aber wir müssen im Endeffekt aussteigen und dann einfach mal mit dem Gewehr draufballern. So. Weil anders kriegen wir den, glaube ich, nicht so leicht gestoppt. Jetzt habe ich mal ein paar Reifen zerschossen, hoffentlich. Oh Gott. Ja, da fahren sie doch mal ein bisschen schneller, sonst kommen wir hier nie an. Jetzt haben sie sich auch schon mal gedreht. Das ist nicht mal schlecht. Oh. Scheiße. Ah, jetzt sind da zu viel Verkehrsauto, Verkehrsauto, Streifenwagen. Okay, es gibt Schusswechsel. Der einer flüchtet auf dem Boden, ihn sie auf dem Boden. Ihn sie auf dem Boden. Okay, einen haben wir. Gehen sie auf den Boden jetzt, Mensch. So, komm. Wir machen weiter, weil die flüchten noch. Wir müssen die schnell kriegen. Nein, wieso, Bob? Wieso steigst du hinten ein? Ja, ich muss den jetzt erschießen, weil sonst hätten wir die da vorne vielleicht nicht mehr bekommen. Und die da vorne sind vielleicht ein bisschen gefährlicher. Okay, gut, da sind die Officer dahinter. Okay, war vielleicht doch nicht nötig. Scheiße. Okay, das ist hingefallen. Okay, wir gehen von hier aus Backup. Aber vielleicht ohne Crossfire. Jetzt mal richtig ausgesprochen. Okay. Ah, der nimmt den schon fest. Perfekt. Alter, sieht das genial aus. Okay, ich würde sagen, wir haben sie alle festgenommen. Jetzt können wir den Call-Out beenden. Ich würde sagen, boah, ist das verdammt laut, ey. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder in einer weiteren Folge von LOSPDFA, dann hoffentlich in einem anderen Setting. Bis dahin, haut rein, macht's gut, tschüss.